Hallo Leute und herzlich willkommen bei der Spasti-Runde. Willkommen zurück zu den... Nein, es ist die Assi-Runde hier. ...glorreichen drei Volldeppen. Yo, Leute, wir sind's wieder, Broken Sums TV. Was? Nein? Bitte was? Nein. Nie im Leben. Nie im Leben. Alter, wenn wir uns mal auf das Niveau herabbegeben, kriegen wir Abonnenten. Ja, das glaubst auch nur du. Hab ich hier irgendwas, womit ich Feuer legen kann, damit du das Haus gleich nochmal neu bauen kannst? Alter, ich schwöre dir, ich töte dich so, ich verbanne dich vom Server. Mach. Und versklave dich als meine... Warte, kannst du dich noch an damals erinnern, wo Hangman dabei war und wir dein Haus angezündet haben? Nein. Ach ja, doch. Das Foto habe ich heute noch. Ach ja, doch. Das Foto habe ich heute noch. Das war ein traumatisches Erlebnis. Ich fand's einfach zu witzig. Haben wir noch Eisen? Dieses verfickte Skelett! Wir haben Eisen. Ich schmeiß mit Weihnachtskugeln. Was ist passiert? Du schmeißt mit Weihnachtskugeln? Ja, ich wünsche dir viel Spaß, aber jetzt sind wir aber weh, ne? Wollte ich nur mal so eine Tentation. Alter! Brauch ich nicht grad. Wo bist du überhaupt? Hier ist jemand ohne Witz. What the holy fuck? Was ist denn nur los heute? Ja, die spawnen noch die ganze Zeit so Viecher, ne? Und ich bin jetzt schon zum 5., zum 6., ich schmeiß mit Weihnachtskugeln, ich schwör dir. Ja, klar, machen wir halt meine Rüstung kaputt. Alter, die verbraucht sich aber schnell. Was spawnt denn da oben? Skelette. Skeletons. Alter, ohne Witz, ne? Fips? Ja? Ich hab so einen Hals. Wer kommt da so eine latente Idee? Ah, das wäre noch zu früh, das wäre noch zu früh. Alter, ich schwöre euch, ne? Ja, das wäre nicht gut. Oder? Bitte, ich baut einfach nicht mal die Monsterfalle damit auf. Ich will so, dieses Projekt beenden. So, als Idee? So. Welche Folge wäre das denn heute? Leute. Die nächste? Keine Ahnung. Folge 17 oder 18. Weiß ich nicht. Ah, ich glaube, das ist wirklich noch zu früh. Was habt ihr denn vor, ihr Spastis, ey? So, Philips? Ja? Quatsch, Henry? Was noch? Henry? Was? Hast du Lust, dein Haus zu bauen? Ich beobachte euch. Hast du Lust, dein Haus zu bauen? Guck mal, die nächsten drei Folgen was zu tun. Nein. Also entweder kannst du ein Haus bauen oder mit Weihnachtskugeln schmeißen. Du kannst es dir auch suchen. Alter, ich mach beides, wenn ihr das Haus anzündet, ohne Witz. Ja, dann fang schon mal an zu schmeißen, das brennt schon. Seid ihr bescheuert? Ja, oh, ja, fängt schon an zu, es zieht hoch. Oh, scheiße, das verbreitet sich aber ganz schön schnell, Mann. Oh, Kacke. Ich würde das Haus räumen. Ja, baut das wieder auf, das ist mir eigentlich auch egal. Das solltest du jetzt eigentlich schon langsam sehen. Wenn ihr das Projekt beenden wollt, ist es ja okay. Bist du beleidigt? Also ich hab nein, bin gesagt, ich nicht, aber es ist okay, wenn ihr das Projekt beenden wollt, das ist schon okay. Wieso Projekt beenden? Das hat doch keine Ahnung. Glaubst du, ich baue das Haus nochmal auf? Du hast jetzt die nächsten Folgen was zu tun und ja, leck mich. Drücken wir es mal so aus. Ich mag keine Weihnachtskugeln. Also hör auf damit zu schmeißen. Sonst schmeiß ich zurück. Ach, du willst den da oben, den Herrn da runterholen? Moment, Was will ich? Versuch's halt. Ja, jetzt baut er sich so ein. Na, okay, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Warte, vielleicht von unten? Wo ist denn hier die Leiter? Moment, wie kommen wir da hoch? Ich will den da runterholen. Ich will den lieben Was Herrn bringt euch das denn? Ich muss ja das Dach bauen, ihr Schwein. Nein, ich spring erstmal daneben in. Oh, Dach. So, ich spring erstmal daneben. Dach ist voll fertig. Ne, ja, ich hab's noch geschafft. Wie baue ich denn die Fackeln hier oben am besten, damit die hier nicht spawnen? Also vorerst. Einfach direkt um die Spawn. Da ist das Skelett bei dir, ne? Nee, wie komme ich denn da nach oben? Ich würde sagen, du kommst da erstmal runter. Wieso? Also. Ich hätte gesagt, du kommst da erstmal runter. Alter, ganz ehrlich. Dann hast du Brandpfeile, damit kann man neue Dinge, glaube ich, anzünden, ne? Ernsthaft? Nein. Alter. Nein. Entbann oder ich gehe. Siehst du, meine Freundin ist schon weg. Oh Mann. Hey, das bin ich! Alter! Mr. Proper! Können wir nicht einfach mal produktiv sein? Nein, produktiv ist für uns ein Fremdwort. Das funktioniert nicht, das musst du so langsam mal wissen. Okay, was wollen wir denn jetzt machen? Die scheiß Monsterfalle endlich mal fertig kriegen! Fertig. Mit fertig. DD. Somit fertig? Mit dreifach D.
Ja. Dreifach D und CH. SCH, ja. Bitteschön. Okay, SCH, entschuldigen. Also fertig. Fertig. Ja. Würde ich sagen, machen wir den mal fertig. Denn an der Stelle. Der kann's ja nicht lassen, ne? So ein verfickter Vollpfosten. Was? Bist du in die Lava gefallen? Nee, aber ihr müsst ja meine Rüstung zerstören, ihr könnt ja nicht anders. Ja, wir haben latente Langeweile. Ja, wir wissen halt nicht, was wir Produktives machen sollen. Geht in den Dungeon oder so. Tipps, wir haben kaum... Hallo, das ist nicht cool. Nicht Tipps, da, cool. Tipps, ich merk mal was an, ne? Ja. Bier und produktiv? Ja, ich glaube, diese beiden Wörter. Hier, warte, pass auf. Ich stell ein Mahnmal auf. Moment, wo denn? Ein Mahnmal, jetzt kommt's. Ein Feuerchen. Na, Moment. Warte. Ich hab auch noch was. Der muss ja stehen bleiben. Hier, stellen wir hier direkt in die Mitte. Haben wir einen Kürbis, Leute? Ein Kürbis? Nee, haben wir glaube ich nicht. Bitteschön. Doch draußen. Ja? Vollpfosten. Ja, das ist ein voller Pfosten. Das stimmt. Richtig. Also doch, wir haben einen Kürbis. Nein, ist kein Halbpfosten. Was willst du mit dem Kürbis machen? Warum haben wir eine Jack-O-Lanterns, Alter? Du Kürbis-Krümmelmonster. Oh. Aha. Du hast das Holzstück in dein Ding. Ist ja, klar, ne? Da macht er einfach so ein Loch in die Decke. Was steht hier? Was macht er? Ein Loch in die Decke. Was? Ja. Was? Hast du schon verstanden? Ein Loch in die Decke. Oh, es geht doch. Ja, und er stirbt. Hä? Der ist gestorben, oder? Wer ist gestorben? Der Schneemann. Ah, ich dachte, Fips jetzt in Real Life. Also, war natürlich warum ist der gestorben? Hallo? Warum ist der gestorben? Was hast du denn geschlagen? Nein, ich hab ihn nicht geschlagen, ich hatte den Boden gepackt, oder? Das war ihm einfach nur. Also wir sind hier so auf einer Welt von Lava, ich mein Schneemann. Ach, hier sind die ganzen Minecraft. Kann ich mal raus. Aber ich will auch mal nur so latent anmerken, dass diese Gegend für Schneemänner nicht als Erholungsgebiet geeignet ist. Nö. Irgendwie nicht so. Dieses Skelett, ne? Diese zwei Skelette, ne? Verstehen die, ne? Die gehen dir gerade latent auf den Piss. Und er stirbt schon wieder. Ehrlich. Ja, nee. Ich stell mal draußen einen. Warum denn? Oh. Ich stell mal draußen einen auf. Bin schneller. Im Sterben? Was? Das geht. Wieder. Ey, ich hab doch jetzt gemacht. Hör auf damit! Nein! Ja, einmal. Ja, das reicht doch schon. Geil. Nein, der hat vorher schon gestorben. Der hat vorher schon gestorben. Eine Million Pfeile. Ist klar, hat vorher schon gestorben. Der hat vorher schon gestorben. Nein, nein, nein. Was? Wo kommen die ganzen Pfeile her? Die sind ihm runtergefallen. Also das wird fertig, ohne Witz. Du bist fertig, ja. Mit der Welt, ey. Ja, nein, mit uns. Selbst wenn man das dämliche Ding auf den Stehball stellt, aber warum? Weil es das kann. Warum? Ja, aber das hier ist doch nicht der Nether, Mann. Das macht mich traurig. Oh. Was tut ihr da? Uns langweilen. Produktiv. Also, wir sind produktiv und produktiv. Genau. Und ärgern dich damit. So. Ich glaube, dann nochmal einen Bogen. Ich kriege aber Schönes da drauf. Dein Ernst? Mach mal Platz da, ich will da runter. So, wir meinen das hier. Dreiertunnel. Und hier sind die Spawner. Ich will mal kurz verrecken. Viel Spaß. Dankeschön. Achso, ich hab mich gerade selbst abgeschossen. Oh mein Gott. Verrecken in der Lava, in der Lava. Das sieht irgendwie aus wie ein riesiger Glas. Penis? Es ist ein riesiges Glas. Glaspenis. Oh Gott, ein Glaspenis, Alter. Es gibt ja schon Glasknochen, also stell mal vor, ein Glaspenis. Boah. Das wäre schlimm. Meine Freundin will nichts mehr vom Penis wissen. Desperate Housewives. Ich habe für die nächsten Teile, glaube ich, ein Problem. Weniger. Glaubst du? Ich fahr grad mal mit dem Rollercoaster. Und jetzt komme ich vorbei! Rollercoaster! Auf Lauf! Ich hab's gesehen!
Das war das Skelett. Egal. Ein Skelett. Roller Coaster! Auf Lauf! Hallo! Oh. Ich geh mal. Jetzt kriegst du auf die. Weißt du, gebt euch eine Diamantrüstung, ein Dia-Schwert und ihr habt Spaß. Ja. Wir können uns beschäftigen. Ah, wo bin ich? Warte, ich wo bin besseres. Ich? Ich bin Philipp. Tschüss. Ja, das ist ganz richtig. Tschüss. Ja, genau deswegen habe ich. Wer hat hier Holz hingebaut? Boah, I've got Langeweile. And I will kill you now. Ernsthaft? Nein. 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 Okay. Nein. No. Einfach nein. No way. Einfach mal so latent nein, oder wie? Warum habe ich dir das Feuerschwert eigentlich gegeben? Willst du mir das sagen? Weil du dumm warst. Dumm und unerfahren, du Mann. Alter, warum blitzt das hier? Weiß ich nicht. Wir können ja einen Blitzcreeper machen. Yo, machen wir. Wir machen das. Und am besten im Haus. Ach scheiße. Oh, ja. Wir müssen so einen Blitz auf den Creeper lenken und dann wird das so ein Mega-Creeper. Jupp. Ja, wie lenkt man Blitze? Gar nicht. Man muss einfach nur ein scheißen Glück haben. Ja, oder man spawnt sich rein. Ja. Oder man spawnt sich ein. Man spawnt sich ein. Da kommt mir gerade so eine Idee. Dir auch, Philipp? Aha, ich töte euch alle, ne? Hab ich kein Problem mit. So ganz leicht. Die Idee. Also ich. Guck mal, die Hälfte besteht sowieso nur aus Glas von dem Haus. Das könnte man schnell erneuern. Ja. Das ist kein Grund. Also. Ich gehe ohne Witz. Oh, ich bin irgendwo runtergefallen. Weg mir doch die Coronis. Die was? Dungeon, ne? Ja, da war dieser Kohl nicht dort. Die was? Coronis. Coronis. Gott, nee, kennst du keine Coronis? Gott sei Dank nicht. Bin nicht so schmutzig wie ihr. Die sind nicht schmutzig. Hier, für Steine, die sind schmutzig. Ich hab gerade erst geduscht, ich bin nicht schmutzig. Und ich glaub, du, ich geh gleich noch duschen. Ich mach mir jetzt ein Feuerzeug, damit Henry ein bisschen Spaß hat. Da kann ich dir weiterhelfen. Guck mal hier. Du kannst machen, was du Nein, willst. Nein, wir brauchen zwei. Warum brauchen wir jetzt zwei auf einmal? Damit du eins hast und ich eins hab. Gerne. Warte, ich hab sogar ein Flint. Haben wir noch Eisen? Ja, drinnen ist auch Flint im Stil. Oh. Aber nimm lieber im Haus das Feuerzeug aus der Hand, sonst passiert noch Malheur. Meinst du? So, die latente Gefahr besteht dazu, ja. Und wir haben gerade. Hast du mehrere? Wenn du jetzt noch einmal latent sagst, ne? Was hier, da in der dritten. Was suchst du, ein Eisen oder Flint? Beides. Flint ist hier in Eisen der. Eisen haben wir nicht mehr. Dritten, doch klar. Ja, hab ich aufgesammelt hier. Ja. Da. Ah, danke. Was hattest du eben, Henry? Wenn ich noch einmal das Wort sage, dann was? Ja, was dann? Latent. Sieht das nicht schön aus, Leute? Das sieht aus wie ein riesengroßer Glaspenis, ich sag's dir. Kann dir nichts anbrennen. Ja, weil du auch auf Half-Lab stehst, du Depp. Dadurch Nein, ich meine nicht auch. Empfehlen, was anzubrennen. Oh, guck mal. Hier brennt nee. Oh! Das artet aus! Alter, du hast so ein scheiß Glück, ey. Du hast so ein scheiß Glück. Alter, ne? Ich glaube, wenn wir mit dem Projekt fertig sind, dann hat er den Herzinfarkt. Nee, dann bin ich einfach, dann sage ich so nee. Einfach nur noch nee. So latent Alter, generell nee? Sag ich doch, den treffe ich. Was? Den triffst du? Ja, den treffe ich. Guck. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt steht er am Volltreffer. Alter, habt ihr eigentlich nur Langeweile? Daran merkst du, wer ihn getroffen hat. Wenn er brennt, war X. Wenn das nicht, du warst du. Oh, das war ja mega. Jo! Oh. Oh, fuck. Runde 2. Och, Mano. Gleich schließt er einfach den Server, weil er keinen Bock mehr hat. Wie ist es schon kommen? Wie viele Minuten haben wir denn, Henry? Er redet nicht mehr mit uns, er mag Achso, uns nicht mehr. Okay, dann zünde ich hier ein bisschen an. Ey, Mignon. Werd jetzt nicht übermütig hier.
Übermüpfig. Übermüpfig. Nein, ich werde sterben. Alter, du brennst ja unsere ganze Wohngegend an. Wir haben schon so ein... nein, Henry! Oh. No. Oh. Oh. No. Ich glaube, das war's. Ist ja die Folge jetzt beendet, ne? Ja. So. Die Folge ist auch zu Ende. Ja, schön. Haben wir uns verabschiedet? Und die Nitrado-Handy-App ist super. Ja, schön für dich. Hast du beendet? Nein. Nein. Wir beenden jetzt hier die Folge. Ja. Nächste Folge werden wir alle super produktiv sein. Nicht. Nicht. Du kannst die Worte produktiv und wir nicht in einem Satz verwenden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Helft mir. Helft mir bis bitte. Bis bald. Ciao.